der Movi von uns. Und zwar befinden wir uns heute in Chongqing. Und zwar in der Soi 4. Ist keine unbedingte Touristenstraße. Ist nicht unbedingt eine Touristenstraße, aber ist sehr interessant. Es leben viele, viele Thais hier, die kleine Slädchen haben, Tätowierer, Hotels. Also ist ganz schön was los. Und da werden wir heute mal durchlaufen, dass ihr auch mal die Nebenstraßen seht, was hier so gibt und was hier so los ist. Wie gesagt, es wohnen ja viele Thais und das werden wir gleich sehen. Also, Otto, warte. So, komm. Und zwar haben wir hier mal ein Hotel. So, und hier sehen wir schon, hier ist eine Wäscherei. Es ist natürlich sehr gewöhnungsbedürftig, die Wäsche zu in die Sonne zu hängen. Ansonsten haben wir hier eine Wäscherei. Eine kleine Wäscherei und ein Einkaufslädchen. Hier sehen wir eine typische Wäscherei. Aber wie gesagt, ja, hallo. Es sind alles nur also sehr alte Waschmaschinen und ja, ihr wisst ja selber, die Waschmaschinen waschen nicht so hundertprozentig wie Vorderlader. So, hier mal noch zu. Hier haben wir auch wieder eine Wäscherei. Ist halt sehr gewöhnungsbedürftig für einige Leute. Ihr seht es hier, ne? Ein Wasserspender. Ja, was ist natürlich jetzt hier wieder auffällt, wie überall, Wäscherei. Wäscherei. Fünf Wäschereien hintereinander. Tja. So, hier auf der anderen Seite haben wir zwei super Hotels. So, aber da halten wir nachher nochmal rein, dass ihr das genau seht. So. Hier haben wir so ein typisches Gästehaus, allerdings zu. Haircut. Ja, zwei Customer, okay. Hier wird ein Haus verkauft. Visa-Station, ja, braucht man ja eigentlich nicht mehr, hat geschlossen. Komm, wir gehen ein bisschen hier rüber. So, was das ist, weiß ich nicht. Hier mal wieder ein kleines Essenslädchen, aber ihr seht ja selber, die Leute sitzen drinnen und ist nicht viel los. So, hier nochmal die zwei Hotels. Warte hier kurz. So, dass wir sie nochmal im Ganzen haben. Das Nirvana. Bahn Mäh, also Haus Mama, und das Gelbe, das sehen wir den Namen noch nicht, Midi Residenz. Also man sieht ja, es ist auch nicht viel los hier, ne? Ich sehe hier außen ein Zimmer belegt. So, warte, du kommst hier drüber. Au! Was hat denn weh getan? Ja. Zeig mal. Ja, geht doch schon. So, wir gehen mal zum Onkel. Wir halten hier nochmal drauf. Hier haben wir noch ein Restaurant. Und dann würde ich sagen, halten wir nochmal auf die Straße drauf. Und machen unseren ersten Werbeblock. Also, bis gleich. Werbung.
Also, hier sind sie wieder. Wir gehen mal schnell hier durch. Das hat aber nur den einen Grund, dass ich euch mal zeigen will. Und zwar gab es mal einen Film, Schwarzbrot. Und der spielt, es geht um diese Bar hier drüben, die wir sehen. Die war ja erst ein Berliner. Und da hat der Film auch kurzzeitige Ausschnitte gehabt. So, hier seht ihr es hier. Und das war ja früher das Berliner Restaurant hier. Und zwar... Wo willst du hin, fragt die Tante. Hä? Sagst du Hallo? Hallo, check mal. Nein. So, also ich halte nochmal drauf. Und zwar hier, das war das Berliner Restaurant. Das spielt das kurz ab. Und hier auf der Straße haben sie dann so die Fahrproben gemacht. Ich weiß das, weil ich zu der Zeit, seht ihr das, da im Buddy fit war. Oh, halt. Da im Buddy fit. Und habe trainiert und habe gesehen, wie das Auto hier lang fährt. Und habe mich erst gewundert. Aber habe es dann gesehen. Im Film. So, wir gehen wieder zurück. War nur so ein kleiner Tipp, den könnt ihr euch mal angucken. Schwarzbrot. Also ich finde, ja, eigentlich schon identisch. Ich habe zwar... so was Ähnliches nicht erlebt wie der nette Mann im Film, aber es gibt sie auf jeden Fall. So, jetzt wieder so 2:04. Ihr habt ja gerade mitgekriegt, mich hat ja gerade ein Däne gegrüßt. Also, viele Leute kennen mich hier noch. Hier eine Bar, 1, 2, 3, 4 Leute drinnen. Er ist immer sehr gewöhnungsbedürftig hier. Viel hat natürlich auch noch zu. Er sitzt ja hier. ATM, Zahnarzt. Das wird wieder ein Hotel sein, beziehungsweise ein Gästehaus. Es ist natürlich so, dass wir hier mehr Gästehäuser haben, als wir Hotels. Na, guck mal jetzt, was Papa schon sieht. So. Guck mal, was das hier... wie heißen die denn hier aus Norwegen? Vergessen. Und zwar die Waldmenschen. Guck mal hier. Aber Otto hat Angst. Otto hat Angst. Ja. Du brauchst keine Angst haben, das sind die Guten. Die helfen dir, die beschützen dich. Doch, doch, brauchst du keine Angst haben. Na komm, da gehen wir. Also hier nochmal ein Hotel zum Haben. Hier wieder Gästehäuser. Zwei Gäste. Und dann gehen wir jetzt hier lang. Du brauchst ja keine Angst haben, Otti. Hä? Dann komm mal her. So, also ihr könnt mir ja mal die Kommentare, wie die hießen. Ich habe es leider vergessen. Ich weiß aber, dass das die Guten aus Norwegen sind. Hast du so Angst gehabt? Ja. Oh, Schatzi. Ich würde sagen, da machen wir noch schnell einen Werbeblock. Und dann hast du dich beruhigt, ja? Ich sag Kussi. Also, Erwerberblock, bis gleich. Hier wieder ein nettes Mädel. Also hier wieder eine Bar. Mit einem Gast. Hier auch eine Bar. Mit einem Gast. So.
Ja, leer. Ach nein, doch. Aber ich weiß nicht, was ich mache. Ach so, das ist die Bar noch. So, hier mal wieder Laundry. Ja, ihr wisst, Wäscherei ist hier natürlich sehr, sehr viel. Ansonsten die Leute, die hier wohnen. Ich halte mal drauf. Hier haben wir viele Teils. So, hier nochmal ein paar Gästehäuser. Und hier ist ein Werkzeugladen, wo ich immer schnell eingekauft habe. Die haben Tag und Nacht auf. Und wenn die Rollos unten sind, kann man einmal klopfen. Die machen sofort auf. Es gibt alles hier an Werkzeug. Nägel, Schrauben und. Wasserhähne. Und an für sich auch sehr, sehr günstig. So, ihr seht hier, Töpfe, alles da. Da braucht man nicht unbedingt immer einen Baumarkt fahren. Ansonsten seht ihr hier, ja, ihr wisst Bescheid, ich muss dazu nicht mehr viel sagen. Ne? Halt so rum. Ja, alttypisch Thai-Style. So, wir gehen jetzt hier wieder rum. Ne? Also hier gibt es auch Verbindungsstraßen zur Säule 3, zur Säule 2 und. Hier noch eine Bar mit drei Gästen. So, und hier noch ein paar kleine Teiggeschäfte. Ja, die Müllabfuhr scheint auch nicht funktionieren. Aber egal. Hier haben wir natürlich auch kleinere Geschäfte. Aber da müsst ihr selber wissen, ob er hier einkaufen tut oder lieber auf dem Markt. Auf dem Markt gibt es eigentlich noch ein bisschen billiger. Aber wer jetzt nicht unbedingt auf den Markt gehen will, der kriegt es ja hier und hier kann man auf jeden Fall noch handeln. Ja, weil man natürlich am Bietchen gibt es ja viele Badesachen. Und Schwimmsachen. So. Ja, guck an. Hier haben wir ein typisches Thai-Restaurant, was im Schnitt 24 Stunden auf hat, wo man immer essen kann. Heute weiß ich nicht mehr genau, aber damals waren es immer 24 Stunden. So, jetzt sind wir wieder am Beach. Oh, mein Au. Und hier haben wir noch ein paar kleinere Geschäfte. Ansonsten würde ich sagen, wir machen langsam Schluss. Hier haben wir noch ein Beach. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch unsere Movies gefallen, gerne ein Abo dalassen. Kommentar nach oben, Comment, wie ihr wollt, ist eure freie Entscheidung. Beleidigungen werden natürlich sofort gelöscht. Ansonsten würde ich sagen, bleibt mir ja gesund. Ach so, heute gehen auch schöne Grüße raus an Detlef Doman. Ah, ja, geh mal hin. Also wieder eine alte Bekannte. Also freut sich, dass Otto sieht. Oh, da setzen wir uns nochmal hin. Und würden sagen, wenn euch meine Movies gefallen, bitte gerne ein Abo da lassen. Da habe ich jetzt gegrüßt. Jetzt haben sie mich wieder durcheinander gebracht. Ihr wisst, Detlef Doman. Er wird heute gegrüßt, hat mir auch geholfen. Ich freue mich über jede Hilfe, dass ich Otto, dass ihr mich bei meiner weiteren Sache unterstützen könnt. Und in dem Sinne würde ich sagen, einen Daumen nach unten lassen. Ihr seid froh, dass ihr in Deutschland seid, dass es hier nicht so warm ist.
haben. Ansonsten würde ich sagen, bleibt mir ja gesund, bleibt mir ja treu und werdet alle glücklich. Bis sie da ist. Sagst du auch noch bye-bye? Der hat jetzt zu tun. Also bis sie da, gell?